Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kochen mit Fatima zu einem neuen Video. Heute werden wir ein Dessert zubereiten, das in der libanesischen und syrischen Küche sehr bekannt ist. Auf Arabisch nennt es sich Majua und auf Deutsch haben wir es einfach mal Mozzarella-Grießpudding genannt, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Kommen wir nun zu den Zutaten. Was ihr dafür benötigt, sind 3 Kugeln Mozzarella, am besten nicht die Light-Version, sondern die ganz normalen. Dann 1 Liter Milch, 400 Milliliter Wasser, 200 Gramm Grieß und 200 Gramm Zucker, hier abgefüllt in den Gläsern, seht ihr das? Dann Pistazien für die Dekoration, eigentlich nach Belieben, ich würde jetzt mal so schätzen 100 Gramm. Orangenblütenwasser, jeweils 2 Esslöffel, werdet ihr nachher sehen wofür. 6 Esslöffel Speisestärke und nochmal 5 Esslöffel Zucker. Als erstes wird Mozzarella zerkleinert, egal wie, Hauptsache kleine Stücke, damit das nachher schön mit dem Grieß aufgekocht werden kann. Was machen wir als erstes? So, als erstes wird Zucker im Wasser aufgelöst. In unseren 400 Milliliter Wasser werden 200 Gramm Zucker aufgelöst. Das mache ich unter ständigem Rühren, damit keine Klumpen entsteht oder dass sich irgendwie festsetzen kann, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Wenn das passiert ist, füge ich den Grieß hinzu. Wie gesagt, es sind 200 Gramm Grieß. Und jetzt kommt die Schwerstarbeit. Es muss immer weiter gerührt werden, immer weiter, weil es sonst klumpig wird. Wenn wir eine gleichmäßige Masse haben, so wie wir das hier sehen und das so ein bisschen dickflüssiger geworden ist, das merkt man immer ganz schön, wenn man so ein bisschen mit dem Löffel was abhebt, dann können wir die Mozzarella komplett, die Mozzarella-Kugeln hinzufügen. Jetzt geht's weiter mit dem Rühren. Es wird jetzt immer weiter gerührt, bis sich der Mozzarella komplett aufgelöst hat. Und wenn das passiert, dann entsteht eine Art, ja, wie soll ich sagen, kaugummiartige Masse. Man merkt es immer wieder, wenn ich mit dem Löffel hochziehe und sehe, wie schön sich das mitziehen lässt, dann weiß ich, dass Mozzarella und Grieß gerade miteinander, ja, verschmelzen. Das machen wir jetzt so lange, bis wir keine einzigen Mozzarella-Stücke mehr sehen und es nämlich einfach eine komplette, ich sag mal, Knetmasse wird. Wenn das der Fall ist, kommen 2 Esslöffel Orangenblütenwasser noch hinzu für den Geschmack und es wird immer weiter gerührt und gezogen, bis ihr wie gesagt merkt, das ist komplett eine kaugummiartige Masse. Wir haben keine Klumpen und keine Mozzarella-Stücke mehr, die man jetzt so sieht. So, wenn wir das geschafft haben, dann kommt alles in eine Auflaufform. Dort kann das Ganze dann auch in Ruhe abkühlen. Ich stelle es aber nicht in den Kühlschrank. Das wird auf Zimmertemperatur erstmal runtergekühlt. Also ihr seht, es klebt richtig am Topf. Aber wenn man das so geschafft hat und die Masse keine Klumpen geschlagen hat, dann weiß man, dass man es richtig gemacht hat. So, dann verteile ich das Ganze in der Auflaufform. Ziehe das ein bisschen auseinander. Genau, forme das ein bisschen zurecht. Und man sieht, dass es ganz schön nicht zu dickflüssig und nicht zu dünnflüssig geworden ist. Ja, schütteln und kühlen lassen. Bevor ich den aber komplett kühlen lasse, bestreue ich den noch mit ein bisschen Pistazien. Das sind zerkleinerte Pistazien, einfach für den Geschmack. Die kommen zwischen die Schichte, zwischen beide Schichten und natürlich oben noch drauf zur Verzierung. So. Jetzt kommen wir zu dem Milchpudding-Part. Hierfür nehme ich meinen Liter Milch, aber nicht den ganzen. Ich hebe mir 400 Milliliter von der Milch auf. Das heißt, 600 fange ich schon mal an, langsam zu erwärmen. 400 lege ich, also lasse ich beiseite für die Speisestärke, damit ich nachher den Pudding machen kann. Die 5 Esslöffel Zucker, die wir schon mal haben, die koche ich jetzt langsam mit der Milch auf. Und in der Zeit füge ich schon mal meine 6 Esslöffel Speisestärke in die restliche Milch und rühre das richtig gut um, bis ich keine Klumpen mehr drin habe. Ebenfalls rühre ich die Milch ganz langsam, bis die wirklich heiß wird und ich dann die Speisestärke, die in der Milch aufgelöst ist, noch hinzufüge. Und dann wird auch ständig gerührt. Währenddessen nochmal 2 Esslöffel Orangenblütenwasser hinzugefügt und immer weiter gerührt.
Ich rühre so lange, bis es eine puddingartige Masse ergibt. Am Anfang habe ich den Herd noch auf der höchsten Stufe, aber sobald ich merke, dass es aufkochen könnte, gehe ich auf die mittlere Stufe runter und rühre immer weiter, bis ich eine puddingartige Masse habe. Das ist klassischer Milchpudding, mit Speisestärke gemacht. Ich würde aber sagen, der hat orientalischen Geschmack, weil halt Orangenblütenwasser mit drin ist. Und genau, wenn ich dann merke, jetzt ist der gut genug, nicht zu dickflüssig, nicht zu dünnflüssig, kommt der auf den etwas abgekühlten Grießpudding drauf. Und dann wird das Ganze ein bisschen gerade geschüttelt. Man kann auch die Auflaufform ein bisschen ausklopfen, damit keine Bläschen entstehen. Und man sieht, wie es noch dampft. Der ist nämlich noch richtig heiß. Und das Gute ist, dadurch, dass er nicht zu dickflüssig und nicht zu dünnflüssig ist, geht das auch nicht in den Grieß ein, sondern bleibt wirklich oben drauf. Dann wird das Ganze nochmal mit Pistazien bestreut und kommt für circa 2 Stunden in den Kühlschrank. Wenn alles fertig ist, wird es ganz fest und lässt sich ganz leicht anschneiden. Ich mache das immer gerne in viereckige Stücke und serviere es dann auf dem Teller. Und man hat ein arabisches Dessert, was ganz leicht gemacht ist und wirklich super im Geschmack ist. Meine Gäste lieben es total. Ich hatte noch nie jemanden, dem es nicht geschmeckt hat. Was super dazu passt, ist zum Beispiel Tee, den man dazu servieren kann, oder auch Kaffee. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und lasst es euch schmecken. Bis bald zu einem nächsten Video. Tschüss!